Ja, wir möchten den Abend beginnen mit einem Künstler, der Literaturgeschichte und Kulturwissenschaften studiert hat. Das klingt furchtbar langweilig, aber was jetzt kommt, ist das gar nicht. Ich habe was dazugelernt. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer wusste oder wer weiß, was Poetry Slam ist? Poetry Slam. Okay, ich bin die einzige Blöde im Raum. Sorry. Er ist Dichter, Autor, Slam-Poet. Und er, ja, bessere Worte kann man nicht finden. Gleich zu Beginn, Bühne frei für einen großartigen Künstler. Empfangen Sie mit einem kräftigen Applaus Julius Esser. Es ist tatsächlich so, Germanistik, vergleichende Literatur und Kulturwissenschaften sind sehr langweilig. Deswegen habe ich jetzt das hier zu meinem Beruf gemacht und dachte mir, da muss ja ein bisschen mehr gehen, als nur Germanistik zu studieren. Ich muss das mal eben kurz höher machen. In der Zwischenzeit kann ich noch mal, ich habe das nicht genau gesehen. Wer von Ihnen und euch war schon mal auf einem Poetry Slam? Hand hoch. Okay, Gegenfrage. Wer von Ihnen und euch war noch nie auf einem Poetry Slam? Und die letzte Frage, wer von Ihnen und euch hat keine Lust aufzuzeigen? Ja, auch tatsächlich immer ein, zwei dabei. Gut, also, Poetry Slam ist tatsächlich einfach nur, dass man Texte selber schreibt und diese vorträgt. Das kann Prosa sein, also einfach runtergeschrieben oder auch ins Poetische. Und deswegen bin ich heute da zur Eröffnung dieser wunderbaren Veranstaltung, weil ich mache jetzt hier so ein bisschen den Herzöffner. Weil wenn man nicht nur das Ohr erreichen möchte mit Worten, sondern vor allem das Herz, dann nimmt man die Poesie. Und deswegen habe ich einen kleinen Text geschrieben, der ein bisschen poetisch ist und ein bisschen drumherum. Für euch und für Sie ist jetzt die Aufgabe folgende, das ist ein Mitmachtext. Ich lese diesen Text vor und Sie hören zu. Das ist so das Miteinander und wenn Sie sich noch ein bisschen mehr darauf einlassen wollen auf diesen Text, dann schließen Sie vielleicht einfach die Augen und hören mal nicht nur mit den Augen und mit den Ohren, sondern vor allem mit Ihrem Herz zu. Und ich habe diesen Text auch mit einer Überschrift betitelt, passend zur Jahreszeit heißt er Herztage. Ich lass ihn schweifen, mein Blick, über den kleinen See, zu dem ich in den letzten Wochen doch recht häufig ging, um mich dort auf die mir gut bekannte, abgewetzte Bank zu setzen. An meiner Seite lehnt ein stützender Stock. In der Hand halte ich eine Tüte mit getrocknetem Brot. Ich atme ein und schließe die Augen. Die Uhr tickt still. Meine Zeit läuft laut, ich spüre sie stets auf meiner Haut, fühle Wärme im Gesicht und die letzten Strahlen klaren Lichts versinken hoch oben zwischen den Kronen und mit der abendlichen Dämmerung kommt da auch Erinnerung. Ich erinnere mich gut an eine Zeit, in der ich ein großes Haus besaß, häufig auf dessen Veranda saß und stundenlang die Zeitung las, in der Nase frischen Kaffeegeruch. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der Leben für mich Leichtsinn hieß. Kein Schmerz im Knie, kein Bluthochdruck, kein morgendlicher Pillenschluck. Mein Körper machte einfach alles mit. Und auch mein Kopf war vogelfrei. Sorgen hatte ich keinerlei. Denn all die Menschen um mich rum hielten mich auf Trab in Schwung. Alles war irgendwie gut. Aber das Leben ist nur selten selbst geschrieben und viel zu oft wird stillgeschwiegen, denn mit dem Alter kamen diese Dinge ganz leise und schleichend und noch bevor ich mein Ziel im Leben erreichte, fing die Welt um mich herum an, sich aufzuweichen. Ich hatte nicht früh genug an Zukunft gedacht, besorgte Verwandte überheblich ausgelacht, mein Geld in treulose Hände gelegt, viele falsche Verbindungen gepflegt und dann auf einmal schlug mein Herz. Mein unbeschwertes Herz fiel schwerer, mein bunt gefülltes Leben wurde grau und leerer. Still und heimlich verblasste das Geld, zu erbärmlich zerbrach meine Welt. Solang wie es ging, warte ich noch den Schein,
Doch schneller als gedacht war ich mittellos allein und dann war alles vorbei. Vorbei diese wertvolle Zeit, in der ich immer ein paar Groschen übrig hatte, um diese auch mal abzugeben an Menschen, die es doch viel nötiger hatten als ich. Und heute, ja, heute fehlen mir eben zum Leben all jene kleinen Beträge. Das Leben kostet viel mehr als damals. Diese Erkenntnis ist hart. So hart, wenn man seinem Enkel sagt, dass Opa heute nur eine Kugel Eis bezahlt. Sie sagten, such dir Hilfe, das wäre kein Problem. Doch was wäre ich dann? Nur eine Nummer im System. Und deswegen gehe ich in letzter Zeit nur noch selten aus. Und wenn, genieße ich das, was ich noch genießen kann. Die Luft zum Leben. Also atme ich wieder ein. Doch mein Atem geht schwer. Ich vermisse die gute alte Zeit so sehr. Und nun? Nun frage ich euch, könnten wir nicht alle jene alte Person sein, die ihren betrübten Blick über den See schweifen lässt und dann in Gedanken versinkt? Ich frage euch, werden wir, bis wir mal alt sind, immer nur die richtigen Schritte gegangen sein? Oder ist es vielleicht wahrscheinlicher, als wir denken, dass auch wir irgendwann einmal jener alleingelassene Mensch sein könnten? Mach mal mehr Herzwerk, wofür auch dein Herz schlägt. Denn egal wie alt, egal wie reich, scheißegal was Altern heißt, dein Herz sollte auch für all jene schlagen, die nicht wagen zu sagen, was sie auf der Seele tragen, weil sie nicht können. Vielleicht hindert sie Stolz, vielleicht auch nur ganz seichte Bescheidenheit, aber richtige Hilfe haben sie alle verdient, weil Armut nicht immer an einem selber liegt. Also pack mit an, sei bereit für ein kleines bisschen Menschlichkeit. Gib, was du entbehren kannst, und wenn du nur ein Pflänzchen pflanzt, das stetig steigend aufwärts schiebt und all jeden Menschen wieder Hoffnung gibt. Mach mal mehr Herzwerk, hilf, es weiter zu gestalten, denn in Würde lässt es sich so doch viel schöner altern.